Prinzessin Zelda, die sich nun auch in Labrunna herumtreibt, hat uns einen Ring geschenkt, nachdem wir ihr in der letzten Folge aus der Patsche geholfen haben. Und diesen wollen wir nun bei Basus schätzen lassen. Komm, sag mir, dass deine Million wert ist. Ich meine, der kommt von der Prinzessin persönlich. Es ist ein Faktorring blau. Monster verlieren zweimal mehr Herzen als sonst. Also doppelt so viele Herzen. Das ist es, was dieser Ring ist. Okay. Das ist ja schon ziemlich gut, muss man sagen. Bislang habe ich meinen Ring noch nicht gewechselt. Aber ich glaube, ich werde das jetzt mal tun. Weil der ist schon ziemlich krass. Und ich denke mir halt so, ja gut, der Schwierigkeitsgrad hat angezogen. Den wird mir Zelda nicht umsonst geben. Wobei sie auch nur auftaucht, wenn man bereits eines der beiden Spiele abgeschlossen hat, ja? Entweder Seasons oder halt Ages und das Passwort verwendet hat. Sonst kommt diese Szene mit Zelda nicht. Ich habe es überprüft. Ja, es kam mir sowieso schon so, wie soll ich sagen, reingeschnitten vor. Also das hatte mit dem restlichen Spiel jetzt nicht so viel zu tun. Aber egal. Mal sehen, was daraus wird. Wir sollen in den Nordwesten... Ah, ich sehe schon. Nein, nicht springen! Ich wollte da gar nicht runterspringen. Ich wollte doch nur mein neues Item zücken. Ach so, passiert da gar nichts. Stimmt. Ruhiges Wasser. Mann, Link... Stinkst du so sehr, dass du ständig baden willst, oder was? Meine Güte, komm, ey. Reiß dich zusammen. Wir haben doch erst 3 Dungeons hinter uns. Auf dich kommt noch eine Menge Arbeit zu. Nee, wie gesagt, also... Wir müssen in den Nordwesten und mit unserem neuen Item kommen wir jetzt hier lang. Mal schauen, was uns hier erwarten wird. Im Übrigen habe ich off-cam einen Gasha-Kern beim Friedhof eingepflanzt, weil dort ja eine besonders gute Stelle für das Herzteil ist. Und ich hoffe einfach mal, dass wir in der nächsten Zeit etwas mehr Glück haben und das Herzteil aus der Gasha-Nuss bekommen. Aber beeinflussen kann ich dann nichts. Auf dem Weg dorthin ist mir übrigens auch wieder Martha begegnet, aber selbst die hat ihr Herzteil nicht gedroppt. Es läuft einfach nicht mit diesen zufallsbasierten Herzteilen momentan. Wir haben kein Glück. Und die Gegner, die ich da gerade die ganze Zeit verbrenne, die sind auch schon ziemlich bekannt. Vor allem durch Link's Awakening. Da kam die, glaube ich, zum ersten Mal vor. Und die sehen halt aus wie Kondomköpfe. Und ja, man konnte ihnen... Wer war das denn? Man konnte ihnen auch einen Kondomspruch aus der Nase ziehen in Link's Awakening. Aber das habe ich euch damals im LP auch gezeigt. Diese faulen, nichtsnutzigen Tagträumer. Kaum fangen wir an, diese Brücke zu den Symmetria-Stadtruinen zu bauen, da hauen sie ab in die Pause. Ich warte schon ewig, aber sie kommen nicht. Bei dem Tempo wird das nie etwas. Ich hätte sie schon längst gesucht, aber die Gegend hier ist so unwegsam. Zu Fuß kommt man nicht weit. So ein Mist. Arbeiter? Symmetria-Stadtruinen? Okay. Was ist das? Ist das eine Schaufel und eine Kiste oder was soll das darstellen? Naja, wie dem auch sei, wir gehen mal seine Arbeiter suchen. Er hat aber recht, es ist alles ein bisschen... Ah, da ist doch gleich mal einer. Achso, Moment. Warte mal. Das schaffen wir doch nur mit einem Gehilfen, oder? Sieht stark nach Benny aus. Sonst komme ich da ja niemals über die Abgründe drüber. Aber, hä? Wo, wie jetzt? Hä? Ja, aber hier ist nirgends ein Weg. Da bin ich hier falsch? Nicht im Ernst, oder? Ich dachte, ich muss da lang. Vor allem, weil halt Zelda da auch rumstand. Oh. Mein Herr! Endlich habe ich euch gefunden! Oh, eine Fee. Ey, das ist doch eine von denen, die wir im Wald gefangen haben. Ja,
Hört zu! Es ist eine Tragödie! Ein dickes, bärähnliches Tier hat sich in den Wäldern verirrt und findet nicht wieder heraus. Wir wollten ihm lediglich einen Streich spielen, doch nun irrt es planlos umher. Helft ihr uns, es zu suchen? Versteht ihr unsere Lage? Das hört sich nach Benny an. Ja, na klar, wir brauchen den sowieso. Eilt euch, ich warte am Rande des Waldes südlich von hier. Okay, dann sind wir wohl doch richtig, aber... Es wird alles noch ein bisschen lang gezogen. Benny braucht Hilfe. Er hat sich im Wald verirrt. Alles klar. Ja, diese verflixten Feen, ne? Die wurden mir ja auch so ein bisschen zum Verhängnis. Kann ich schon verstehen, dass es da Probleme gab. Die sind aber auch wirklich ätzend, ne? Oh, vielleicht komme ich ja jetzt an diese Truhe ran. Halt, mein Herr, hier entlang! Wie jetzt? Eine Abkürzung? Und eine große Fee? Domi, dein Abenteuer hat dich also nach Labrinda verschlagen. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Klar, Mann. Du müsstest eine große Fee hinter den Wasserfällen in Holodrums versunkenem Tempel der Jahreszeiten finden können. Bitte erzähle ihr mein Geheimnis, ja? Du gibst also auch ein Geheimnis ab? Alles klar. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 5 oder 6? Auf jeden Fall schon eine Menge. Das Passwort. Alles klar? Jojo, jojo. Vielen Dank. Schade, ich hatte eigentlich gehofft, dass sie mir jetzt irgendwie einen Boost oder sowas verleiht. Aber okay, Passwort ist auch nicht schlecht. Es befindet sich tief im Wald. Jetzt darf ich denn erstmal suchen gehen. Benny, wo bist du? Benny? Hallo? Wahrscheinlich ist er in genau dem Raum, wo die dritte Fee damals war, weil den habe ich lange nicht gefunden, diesen verflixten Raum. Da! Ich bin schon wieder hier gelandet. Vor lauter Bärenhunger kann ich mich kaum bewegen. Du verfressener Kleiner. Oh, Tommy, hast du dich auch verirrt? Nee, ich such dich, du Tölpel. Oh, mein Herr, ihr habt es gefunden. Wir geleiten euch zum Waldrand. Ja! Wie freundlich. Hier werdet ihr euch nicht mehr verirren. Verzeihung, wir haben es nicht so gemeint. Aber das Suchen macht mehr Spaß als das Verstecken. Genau, ich würde es so gern nochmal machen. Das nächste Mal wird es aber schwieriger. Ihr müsst mal wieder mit uns spielen, ja? Auf Wiedersehen! Nein, wir spielen nie wieder. Danke, Tommy. Ich dachte, ich würde nie mehr hinaus gelangen. Du bist stets zur Stelle, Tommy. Ich werde dir auch helfen, genau wie in Holodrum. Nimm diese Flöte, spiel diese Flöte. Ich komme, wenn ich sie hören kann. Ah, ja. Jetzt können wir ihn also immer rufen, wenn wir wollen. Juhu. Du hältst Bennys Flöte. Benny eilt dir zu Hilfe, wenn er ihr Spiel hört. Du willst nach Norden, richtig? Okay, steig auf meinen Rücken. Chillig. Jetzt kommen wir zwar immer noch nicht an diese verdammte Truhe ran, aber zumindest hier oben weiter. Und das ist alles, was zählt. So, erinnert ihr euch noch? Er hat ja auch noch so eine Spezialattacke. Boom. Mit der ihr alle Gegner in der Nähe zerstampfen könnt. Richtig krass. Und glaubt mir, von so einem riesigen, bepelzten Hintern möchte niemand zerstampft werden. Das tut richtig weh. Naja, wie dem auch sei. Jetzt können wir die ganzen Taugenichtse zusammentragen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das sind. Hat er das gesagt? Oh nein! Es sei denn, man ist zu blöd, um mit Benny umzugehen. Dann wird's problematisch. Na also, geht doch. Mein Chef ist ein mieser Typ. Er arbeitet zwar nicht, dafür beschwert er sich aber immer. Tja. So sind Chefs nun mal. Ja, wie, Und warum kommt er jetzt nicht mit?
Ich dachte, ich muss die Typen zurückholen. Alter, was ist denn jetzt los? Vor allem komme ich jetzt nur noch auf die andere Seite. WTF? Ja, das bringt mir nichts, wenn die Typen nicht mitkommen. Habe ich den falsch verstanden oder muss man die in der richtigen Reihenfolge ansprechen? Was soll denn das? Das hat er vorher nicht gesagt, oder? Hey, Kollege! Würdest du die Raumtreiber für mich suchen? Als ob man den vorher noch ansprechen muss! Das ist richtig unnötig, Capcom, das wisst ihr, oder? Danke, Kollege! Dann mach dich mal vom Acker! Wenn du alle drei Faulpelze herrschaffst, geht die Arbeit an der Brücke endlich weiter. Aber das Gelände hier ist recht unwegsam, daher kommt man allein nicht sehr weit. Verstehst du? Ja, habe ich schon beim ersten Mal verstanden. Also gut. Man muss wohl erst einmal die Quest aktivieren, sag ich mal. Richtig unnötig. Zumal Benny ja auch erst kommt, nachdem man überhaupt erstmal hier war, versteht ihr? Naja. Wie dem auch sei. Oh fuck, ich bin nicht gut im punktuellen Landen, vor allem wenn ich nichts sehe. What the fuck? Am Ende krepieren wir hier noch. Ja, aber wie gesagt, ich bin da nicht gut drin. Das könnte in der Tat problematisch werden. Und dann muss ich hier auch noch so absteigen und mir den Weg frei fetzen. Ah nee, Quatsch, muss ich gar nicht. Hätte ich auch mit der Stampfattacke machen können. Ja, ja. Habt ihr recht. Kann ich mit dem in die Höhle? Nö. Benny ist natürlich zu fett. Wer hätte es gedacht? Dann gehe ich halt alleine. Moment mal, das führt mich ja gar nicht zu diesem Trottel, sondern zu einem Ring. Ist jetzt auch nicht schlecht, aber... Ich will jetzt langsam mal diese Dödel zusammenbekommen und ich brauche dringend Herzen, Alter. Ist eigentlich ziemlich peinlich, dass ich hier so voll versage, aber... Ich kann aber nichts machen, Leute. Es tut mir leid. Da-da. Ba-ba. Hoffe, der Weg lohnt sich. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zu einem von denen komme. Ja, doch. Hey, mein Chef! Aber ich wäre so gerne noch hier geblieben und hätte weiter gefaulenzt. Ja gut, ich gehe. Was ein Jump. Aber wetten, wir kommen von da nicht so leicht runter? War ja klar. Er kann einfach mal waghalsig rumspringen, ohne sich alle Knochen zu brechen, und ich muss einen riesen Umweg gehen. Na sicher doch. Ist so lächerlich. Ich meine, Benny hat ja sogar Flügel, also come on, ey. Na, wenigstens läuft's jetzt besser. Am Anfang hatte ich echt Schwierigkeiten mit Bennys Steuerung. So, jetzt holen wir diesen Idioten danach, mit dem wir schon gesprochen haben. Auch du machst dich bitte sofort auf zur Arbeit. Ja, okay, ich verstehe schon. Also gut. Einer noch. Der kann eigentlich nur da oben sein. Ist ja eine ganz nette Idee, das Ganze hier. Aber fand ich jetzt schon ein bisschen blöd gemacht, dass man da erstmal zurück in diesen westlichen Wald muss, wo man schon mal war, um Benny zu holen. Und dann halt nochmal mit dem Typen reden muss, um die Quest zu starten. Ja, hätte man auch anders lösen können. Aber gut, es ist halt ein altes Spiel. Da kam das durchaus vor. Was haben wir hier? Ah! Noch eine große Fee. Die heilt mich. Dankeschön. Sehr freundlich. Der letzte Dude ist hier unten. Hey, du da! Du sollst arbeiten gehen. Hey, was? Aber ich will viel lieber saufen, Digga. Tja, damit ist jetzt Schluss. Aha, da sind ja diese ganzen Lappen. Etwas spät, was? Tja, das ziehe ich euch vom Lohn ab. Und das, obwohl ihr sowieso nur 1 Euro pro Stunde bekommt. Also, knechtet jetzt! Keine Pause mehr, bis die Brücke steht. Ja, okay. Was für Opfer. Vor allem der hintere, der macht doch gar nichts. Oder wischt der hinter den vorderen beiden her?
Ja, stimmt. Ich glaube, der klaubt das ganze Staub und so auf, was die da beim Bauen erzeugen. Und räumt auf. Wir sind fertig, Chef. Was? Ihr seid schon fertig? Hätte ich nicht von euch gedacht, dass ihr Trottel auch arbeiten könnt. Aber wir haben keine Zeit für Pausen. Auf zum nächsten Auftrag. Brauchen Kohle. Ja, vor allem wir. Und wir sehen viel zu wenig Geld. Bitte schaltet das Arbeitsamt ein. Glaub nicht, dass das irgendjemand interessiert. Außerdem habt ihr es verdient. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was machen denn die da? Das sind sehr starke Gegner. Ich sag's ja, mittlerweile geht's los, Leute. Symmetria-Stadt. Sind wir jetzt wenigstens da? Ja, offenbar. Bist du ein Gegner? Tatsächlich. Alles kaputt. Aber klar, es hieß ja auch Symmetria-Ruinen. Aber was ist denn hier passiert? Warum sind denn hier Monster? Das muss doch einen Grund haben, oder? Wenn ich die Optik so sehe... Oh! Diese Sturmkerne! Was machen die denn hier? Ihr Wind bringt dich an einen anderen Ort. Öffne deinen Saatbeutel, um sie einzusetzen. Ja, wunderbar. Damit können wir uns ab jetzt porten, liebe Freunde. Oh. Und wir können uns auch die Vergangenheitsform mal anschauen. Ach stimmt, vielleicht erfahren wir dann ja, was passiert ist. Weil wie gesagt, also es wurde zwar erwähnt, dass das hier Ruinen sind, aber ich verstehe nicht genau, was vorgefallen ist. Ich hoffe, das können wir in Erfahrung bringen. Und vielleicht können wir ja verhindern, dass die Stadt zerstört wird. Das wäre mal cool. Ein Herzteil, ein Herzteil, ein Herzteil. Gib mir das Herzteil. Was ich aber noch sagen wollte, von der Optik, erinnert mich diese Symmetria-Stadt an diese Untergrunds... gut, da geht's nicht mehr. An diese Untergrundsform aus Seasons. Ne, weil da gab es ja auch so eine Art Parallel-World, sag ich jetzt mal. Irgendwie komme ich hier nirgendwo weiter. Kann das sein? Ja gut. Dann sollen wir wohl in die Vergangenheit. Ach, da ist noch so ein Teil. Cool. Ja, stimmt. Muss ja sein. Symmetria-Stadt. Alles ist symmetrisch, Leute. Also muss hier und auch da jeweils ein Zeitportal sein. Macht Sinn. Und wir schauen mal nach. 400 Jahre in die Vergangenheit. Das sieht aus wie eine Bücherei. Oha, 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 was ist hier los? Warum wackelt alles so? What's going on here? Ist das der Vulkan? Oh ja. Ach du Heiliger. Schnell weg da. Aber jetzt können wir auch in die Häuser rein. Hallo. Verdammt. Wir könnten Otto jetzt gut gebrauchen. Ein Otto sucht ihr? Aber nicht den Komiker, oder? Ich glaube, der hat Besseres zu tun. Manchmal kann ich Musik vom Berggipfel her hören. Ich frag mich nur, wieso. Das kann ich dir auch nicht sagen. Vor allem welcher Berggipfel? Und was redest du da? Liege ich richtig in der Annahme, dass der Vulkan schuld ist an allem? Der wird hier einfach alles vernichtet haben. Hätte man sich aber vielleicht auch beim Erbauen der Stadt denken können, dass es nicht ganz so klug ist, eine Stadt direkt neben einem Vulkan zu errichten. Ich meine ja nur. Ist nur so ein Hint meinerseits. Verdammt, wir könnten Otto jetzt gut gebrauchen. Als ob die sogar dasselbe sagen. Ist das dann hier genauso? Wahrscheinlich, ne? Hä? Der Eingang zur Höhle? Vor langer Zeit wurde er von Lava bedeckt. Vielleicht gelangt man hinein, wenn sich der Vulkan abkühlt. Okay, der sagt in der Tat etwas anderes als sein Pendant. Und das ist ein ziemlich guter Hinweis, finde ich sogar. Wir müssen den Vulkan abkühlen, Leute.
Oh, hallo, zwei Schnecken. Hilfe, Hilfe! Das Tuni-Gewinde ist zerbrochen! Darf ich dir unsere missliche Lage schildern? Ja, was los? Je mehr sich der schwarze Turm der Vollendung nähert, umso seltsamer wird diese Stadt. Als das Tuni-Gewinde zerbrach, geriet die Stadt aus der Balance und der Vulkan brach aus. Das Tuni-Gewinde ist das Wahrzeichen dieser Stadt. Unsere aufrichtige Verehrung gilt diesem Gewinde. Unsere Gesetze hier in Symmetrischer Stadt erfordern, dass links und rechts in perfekter Balance sind. Das habe ich gemerkt. Doch das Tuni-Gewinde in der Mitte der Stadt ist zerbrochen. Symmetrischer Stadt ist komplett aus der Balance. Wenn wir das Tuni-Gewinde nicht richten lassen und zurücklegen, wird Symmetrischer Stadt durch den Vulkan zerstört. Verstehst du unser Problem? Größtenteils. Ich gab meinem Mann das defekte Tuni-Gewinde, aber er kann die Restaurationsmauern nicht hochsteigen. Deinem Mann? Okay, also die ist schon mal raus. Die sollten wir lieber nicht anmachen, sonst kriegen wir Stress mit dem Mann. Ein Guru namens Otto wohnt oberhalb der Restaurationsmauer. Er müsste das zerbrochene Tuni-Gewinde wieder richten können. Aber ich würde es nie fertig bringen, diese Mauer zu erklimmen. Ja, wie komme ich denn zu dieser Mauer? Ist das der Otto? Nee. Es hieß ja, der ist oberhalb der Mauer. Aber der Typ sieht aus wie ein Otto. Arm rechts, Arm links, Schritt links, Arm rechts, Schritt rechts, Arm links, ich bin nur ein Hänfling. Wenn ich das doch ändern könnte. Arm links, Arm rechts. Also der Typ ist auf jeden Fall was Besonderes, weil er sich von allen anderen unterscheidet, aber offensichtlich aktuell noch nicht wichtig. Wir behalten ihn mal im Hinterkopf. Vielleicht wird er später noch wichtig. Mal sehen. Ja gut, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal außerhalb der Stadt um. In der Gegenwart haben wir hier unten nichts gefunden. Vielleicht ist das in der Vergangenheit anders. Na, 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 na. Boah, brauchen die viele Hits. Das ist ja der Wahnsinn. Die musst du ja fast schon mit Wirbelattacke angreifen. Ach ja, und weil ich einmal gesagt hatte, dass mir die Musik in der Vergangenheit besser gefällt, weil sie was mit dem Originalfilm zu tun hat, muss ich noch ergänzen, dass ich habe mich da richtig scheiße ausgedrückt. Mir ist schon klar gewesen, dass sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart ein Remix der Zelda Main Theme spielt. Aber ich finde diese Version hier in der Vergangenheit deutlich näher am Original. Das wollte ich eigentlich aussagen. Uhu, der Fluss der Zeit formt das Land, uhu. Fluss der Zeit formt das Land. Okay. Also hier haben wir nochmal ein Portal. Ich weiß jetzt gerade nicht, war da was? Das kommt mir jetzt fast schon ein bisschen zu früh vor. Ach doch, warte mal, war da nicht das Herzteil? War da nicht das Herzteil? Ja, shit. Wenn dann weiter unten. Hä, aber... Aber ich muss doch in diese Portale laufen, oder kann ich die irgendwie verschieben? WTF? Oh! Okay. Rolf! Hey, Dummy! Was machst denn du hier? Ich kam her, um einen alten Eremiten zu finden. Er befasst sich auf diesem Berg mit Melodien. Keine Ahnung, wo er steckt, aber ich möchte wetten, dass er einen Rat für uns hat, der uns hilft, Nairu zu retten. Ich werde ihn finden. Bis dann! Spricht er auch von diesem Otto, oder was? Alles klar. Wir sollten den Otto Walkes so schnell wie möglich finden. Nein, ich bin auch kein großer Fan von Otto, muss ich zugeben. Klar, er ist schon cool. Aber es gibt auch einige Dinge, die fand ich nicht so gut. Ja, aber ich habe jetzt auch nichts gegen ihn. Trotzdem wollte ich das nur erklären, weil ich ihn immer mal wieder erwähne. Alter Schwede, da gehen wir mal lieber nicht lang. Sonst werden wir richtig krass zerstört. Drei dieser Ritter und alle können Pfeilen schießen.
ziemlich gefährlich. Also wir können echt von Glück reden, dass wir aktuell so viele Herzen haben. Sonst wäre es wohl ein wenig gefährlicher, durch die Spielwelt zu reisen. Ah, kleiner Trick. Unter Wasser, wenn man das Schwert verwenden möchte, muss man es auf B legen. Das ist voll strange. Aber nur so kann man zuschlagen, weil man ja auf A schwimmt. Das war in Oracle of Seasons auch schon so. Hab ich damals gar nicht gewusst, aber durch die Kommentare erfahren. Liebe an alle Kommentarschreiber. Danke für die Hilfe. Ach, da komme ich gar nicht hoch. Ja, aber da muss doch was sein, oder nicht? Hey! Hier ist jemand. Aber nicht Otto. Mein Name ist Toki. Ich erforsche die Zeit. Nach den vielen Jahren der Forschung stehe ich kurz davor, ein Lied zu vollenden, das einen Schritt voran in der Zeit ermöglicht. Doch ich stecke fest. Echos erzeugen Wellen. Was mag das bedeuten? Echos erzeugen Wellen. Kann sein, dass ich mich irre, aber... Hieß nicht der Song Echo des Irgendwas? Scheinbar. Ja, macht aber auch nur Sinn, Musik bei dem Typen zu spielen, wenn er sich schon damit beschäftigt. Oh, das ist die Melodie des Echos. Genau diesen Ton habe ich vergeblich gesucht. Das klärt alle noch offenen Fragen. Nun kann ich die Melodie endlich zu Ende bringen. Ja. So sieht also Komponieren aus. Ob Mozart, Beethoven und Co. auch so gearbeitet haben? Was war das denn? Der Meister der Melodien, ich überlasse dir ein neues Lied. Die Zeit strömt voran, wenn das Lied des Zeitstroms erklingt. Spiele dieses Stück, um sofort in deine Zeit zurückzureisen. Ist der Weg in deine eigene Zeit blockiert, so gelangst du zum Ausgangspunkt zurück. Moment. Ich brauche jetzt gar nicht mehr diese Portale? Ja gut, wenn wir uns in der Vergangenheit befinden. Andersrum geht's nicht. Aber trotzdem geil! Du hast das Lied des Zeitstroms erlernt. Spiele es, um von der Vergangenheit in die Gegenwart zu gelangen. Wähle es aus, wenn du deine Harfe einsetzt. Oh, so komme ich doch auch an das Herzteil ran, oder nicht? Macht doch Sinn. Probiere ich gleich mal aus. Ja doch, muss aber funktionieren. Wir sind jetzt in der Vergangenheit. Und wenn wir wirklich zu jeder Zeit mit dem Lied in die Gegenwart zurückkommen, kann ich mich passend hinstellen. Yay. Aber Moment, dann wird es doch bestimmt später auch noch ein Lied geben, mit dem man dann von der Gegenwart aus easy in die Vergangenheit kommt, oder? Ah. Hier gibt es bestimmt auch noch was. Ja, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge häufiger dieses Lied hören. Ich muss mich nämlich umsehen. Black für Black. Es gibt sicherlich eine Menge zu entdecken. So, jetzt stellen wir uns hier runter. Und dann sollten wir eigentlich ohne große Probleme an das Herzteil rankommen können. Ach so. Der neue Song war ja noch gar nicht ausgewählt. Ah, jetzt. Alles klar. Gefällt mir. Hat allerdings auch ein bisschen was von diesem Spiegel aus der Link to the Past. Also die Idee stammt auf jeden Fall davon, sozusagen. Und? Hat das jetzt was mit dem Herzteil zu tun oder nicht? Am Ende ist es nur ein Rückweg. ja, ich bin mir gerade leider auch ziemlich unsicher. Bin ich auf der falschen Etage gewesen? Verdammt. Das ist jetzt blöd. Die Hexe!
Komm, dann gib du mir wenigstens das Herzteil, das wäre doch cool. Nein, natürlich nicht. Und den Trank, den sie droppt, den wird sie sich natürlich als erstes nehmen. Und damit war die Begegnung mit Martha wieder mal für den Arsch. Ja, super, da komme ich auch nicht ran. Mann, ist doch unfair. Ganz im Ernst, ey. Ja, lach nur. Aber was ein Scheiß. Wurde ich jetzt komplett verarscht. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ja gut, hier geht's definitiv nicht zum Herzteil. Ich werde wieder zurückgehen, weil ich glaube, hier geht's weiter. Es sieht zumindest so aus. Ich werde zurückgehen und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, ob wir es finden. Vielen Dank fürs Einschalten und dabei sein. Ich finde die Idee mit dem Porten Mama möchte auf jeden Fall ziemlich cool. Wenn man das allerdings auch in Dungeons machen kann, boah, dann wird's ab jetzt richtig konfus. Oh je, ich habe schon Angst, Alter.